Heiligabend. Es ist soweit. Was immer in diesem Jahr abgesagt werden musste, Weihnachten fällt nicht aus. Denn dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und deshalb lassen Sie uns diesen Tag feiern. In der Kirche oder daheim. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Beten wir. Allmächtiger Gott, Schöpfer allen Lebens, vor deinem Angesicht sind wir heute Abend versammelt, uns an dich zu erinnern und dir zu begegnen. Unfassbar bist du in deiner Größe, doch heute Abend kommst du zu uns in unsere Refugien. Erhaben bist du hoch über allem, was wir von dir denken, und heute Abend machst du dich nahbar und menschlich. Wir können nicht zusammenreimen, was bei dir, Gott, zusammengehört. Wir sehen dich widerlegt von all dem Unheil dieses Jahres, verwerfen die scheinbar naiven Bilder des Glaubens, glauben vielleicht nur an uns selbst. Doch in Stunden der Not tasten wir nach dir und wünschen uns, du wärst da. Heiliger Gott, lass alles, was zwischen uns steht, heute Abend aufgehoben sein. Lass in dieser Stunde dein Angesicht leuchten, dass wir dein wahres Wesen erkennen und dich ehren, so wie du bist, menschlich und allgegenwärtig, offenbar und geheimnisvoll, erhaben und nah wie ein Engel. Amen. Musik.
Jesu Geburt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Thank you.
Liebe Kinder, Eltern können einem ja manchmal ein Loch in den Bauch fragen. Ständig fragen sie alles Mögliche. Wie war es in der Schule? Wo kommst du jetzt erst her? Wann schreibt ihr den nächsten Test? Was hast du an Hausaufgaben auf? Hast du schon einen Freund, eine Freundin? Fragen über Fragen, ständig muss man irgendetwas antworten. Heute wieder. Es ist Heiligabend. Es klopft an der Kinderzimmertür. Es ist Mutter oder Vater. Sagt mal, wir haben so viel am Kopf heute. Ich habe völlig vergessen, warum feiern wir noch mal Weihnachten? Wenn ihr es kurz machen wollt, sagt einfach, wir feiern heute Geburtstag. Zu Weihnachten ist auch Jesus Christus geboren. Vielleicht geben die Eltern dann Ruhe und sagen, ach ja, richtig, und trollen sich. Vielleicht sind sie aber nach ein paar Minuten schon wieder da mit der nächsten Frage. Geburtstagsfeier ist doch was Privates. Warum feiert denn heute die halbe Welt? Dann sagt kurz, dieser Jesus ist ja nicht irgendein Kind. Zu Weihnachten in Bethlehem ist Gott Mensch geworden. Da werden die Eltern sich vielleicht wundern und nachdenklich davonziehen, um dann nach einer Minute schon wieder zu klopfen. Gott ist Mensch geworden, ist ja ein Ding. Warum das denn? Wenn Sie euch das fragen, warum Gott Mensch geworden ist, dann erzählt Ihnen eine kurze Geschichte. Und die Geschichte geht so. Es war einmal ein Mädchen, erste Schulklasse, ich glaube, sie hieß Pia. Nennen wir sie mal Pia. Diese Pia hatte ein Zimmer im Haus zum Garten raus. Und so konnte sie beobachten, wie im Baum vor ihrem Fenster ein Vogelpärchen ein Nest baute. Es war noch früh im Jahr, Ende März, April. Die Blätter waren grün, hellgrün, aber noch nicht dicht. Und Pia sah eines Morgens drei winzige Eier im Nest liegen. Und ein paar Morgende später sah sie, wie aus den winzigen Eiern drei winzige Vögelchen gekrabbelt waren. Kleine weiße Wattebäusche mit Schnabel, die piepsten wie verrückt, um beim Füttern ja nicht übersehen zu werden. Es war, wie gesagt, sehr früh im Jahr und eines Abends kündigte die Wettervorhersage Nachtfrost an. Um Gottes Willen, dachte Pia, so kleine Vögelchen ohne richtiges Daunenfederkleid, die erfrieren ja. Die muss ich retten, dachte Pia. Und dann holte sie aus ihrem Puppenbett ein kleines Kissen, gerade so groß wie ihr Handteller. Und dann zog sie die Leiter aus der Garage und lehnte die Leiter an den Baum und dann stieg sie vorsichtig rauf, um die Vogelkinder mit ihrem Puppenkissen zuzudecken, zum Schutz gegen die kalte Welt. Und ihr ahnt schon, was passiert. Als Pia das Nest erreicht und ihr Gesicht über den Nestrand hebt und die Küken anlächelt, da kriegen die kleinen Vögel einen Riesenschreck. Sie springen hoch und flüchten über den Nestrand, fallen nach unten und sind im Unterholz verschwunden. Pia ist entsetzt. Sie ist außer sich. Sie steht da mit ihrem Kissen und weiß nicht, was sie tun soll. In Tränen aufgelöst, laut schluchzend, fand die Mutter sie im Hausflur. Ich wollte doch nur, sagt sie. Die Mutter stellt ihre Tasche ab, setzt sich zu Pia auf die Treppenstufe, nimmt sie in den Arm und sagt,
Du wolltest die Küken retten, stimmt's? Ja. Und die haben das nicht verstanden, stimmt's? Ja. Sie hatten Angst vor dir, weil du so groß warst, stimmt's? Pia nickt nur. Schau, sagt die Mutter, um die Vögel zu retten, müsstest du selbst ein Vogel werden. Dann hätten sie sich nicht gefürchtet und du hättest sie wärmen können unter deinen Flügeln. Um Vögel zu retten, hättest du selbst ein Vogel werden müssen. Ja, und nun wisst ihr natürlich, warum Gott Mensch geworden ist. Gott ist sehr groß, unbegreiflich groß. Und du kriegst vielleicht einen Mordschreck, wenn du siehst, wie groß Gott ist. Aber zu Weihnachten ist er ein winziger Mensch geworden, damit wir keine Angst vor ihm kriegen und nicht auf- und davonlaufen. Gott ist Mensch geworden, damit er uns helfen kann. Wenn ihr das erzählt und die Eltern immer noch keine Ruhe geben, dann sagt, geht doch in die Kirche, da gibt es Nachhilfe. Amen. Wir beten. Heiliger Gott und Quelle allen Lebens, in einer der dunkelsten Nächte des Jahres hast du dein Licht aufgehen lassen. Im Zeichen des Kindes hast du das Zeichen des Neubeginns gesetzt. Lass die Nachricht dieser Nacht auch uns erreichen. Stärke uns alle und lass uns finden, wonach wir suchen, wonach wir uns sehnen. Verständnis für unsere Schwächen, Vergebung für das, was wir schuldig geblieben sind, Trost, wo wir niedergeschlagen sind und Mut in allem, was uns Angst macht.
Wir bitten dich für alle, die heute Abend gern mit Menschen zusammen wären, die nicht kommen konnten, die fehlen und ohne die es nicht richtig Weihnachten werden will. Herr, verbinde uns trotzdem mit deinem Geist, den ja nichts hindern kann. Keine Entfernung, keine Zeiten, keine düsteren Gedanken. Sende, was die Lücke schließt, und kehr du selbst bei uns ein. Und wir bitten dich für Menschen, die vor Sorgen um die Zukunft nicht zur Ruhe kommen. Lass ihren Mut wieder auferstehen. Zerbrich die Hindernisse, die uns das Licht verstellen. Mach aus dem Tohuwabohu dieses Jahres einen Neuanfang wie am ersten Tag. Die mit Tränen säen, sollen mit Lachen ernten. Das ist unser großer Weihnachtswunsch dieses Jahr. Amen. Beten wir mit den Worten, die unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.